was komische Geräusche mag. Blubber. Hallo alle zusammen, liebe Zuschauer. Ich bin etwas abgelenkt. Ich glaube, ich muss diesmal reden und dorthin gucken, denn ich bin derjenige, der entscheidet, ob das Bild korrekt belichtet ist oder nicht. Denn ihr seht es ja mal da hinten, wenn ich hier wegzoome, dann wandert mein Lichtstrahl. Und nur jetzt, ja, ich danke, Entschuldigung, ich hätte Sie sagen müssen. Dann passiert nämlich das, wenn ich wegwandere, dass der Fotograf, im Wasser übrigens der Marc, dass der Fotograf sich beschwert und sagt, hey, ich will mein Licht wieder haben. Aber kommen wir gleich mal zum Thema. Wir hatten ja vorhin das Thema schon angesprochen, in den Schatten zu bouncen. Das heißt, Licht in den Schatten zu werfen und wirklich das Licht zu werfen, heißt ja mehr, als nur einen halben Meter neben dem Model zu stehen und zu reflektieren. Hier haben wir mal was Extremes aufgebaut. Und zwar sind wir jetzt mal 6-7 Meter weit weggegangen, denn der Schatten, der ist immer mehr zum Haus hergewandert und wir konnten gar nicht mehr nahe an das Model ran. Der Schatten, das geht nicht mehr. Wir haben jetzt folgende Konstruktion. Wir gehen richtig weit nach oben, denn der Schatten kommt immer weiter, aber juckt uns gar nicht, denn wir bekommen hier ein wunderbares Licht von oben und werfen das über an die, Entschuldigung, jetzt habe ich nicht mehr gezielt, an die 5-6 Meter auf unser Model. Wir haben hier extra die Beschichtung Silber gewählt und ihr werdet sehen auf den Fotos, was das für eine extreme Stärke hat. Das Licht, das knallige Sonnenlicht wird ohne jeglichen Lichtverlust wieder zurückgeworfen und es entstehen ganz tolle Bilder. Man kann bei Offenblende fotografieren, man kann richtig schnell fotografieren, denn man ist nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Aufladezeiten von irgendwelchen Blitzen. Also alles in allem ein wunderbares Arbeiten. So, ich muss ein bisschen zielen. Und was ihr deutlich seht, ist, dadurch, dass wir wieder den Schatten haben und das Licht von außerhalb in den Schatten hineinwerfen, bekommen wir wieder eine ganz eigene Lichtcharakteristik. Das heißt, wir prägen das Bild, den Charakter, die Belichtung eigentlich so 80% durch den Reflektor. Ja, ganz wichtig ist es, dieses System auch anzuwenden, wenn ihr mal in engen Gassen drin hockt und da kein Licht habt oder ihr seid hinter einer Scheune oder hinter irgendeinem Tor, dann könnt ihr direkt den Sunbounce hochfahren in die Sonne und damit richtig schön reflektieren. Und was ich jetzt als guter Assistent machen muss, ich muss so ein bisschen mitdenken, von wo er fotografiert. Das heißt, wenn er zu weit weggeht, dann muss ich ein bisschen nachwandern. Ich muss ein bisschen zurück und gucken, dass er immer das korrekte Licht bekommt. Ihr könnt auch einen kleinen Tipp von mir, am Schatten immer euer eigenen Schatten immer selbst erkennen, ob euer Sunbounce noch im Licht ist. Ihr müsst also nicht immer irgendwie vorne drauf gucken, sondern ihr könnt einfach auf den Schatten auf dem Boden gucken. Wenn der Schatten euren Sunbounce frisst, dann ist natürlich ganz klar, dass der nicht mehr in der Sonne ist. Auch einfach darauf ein bisschen achten, weil die Sonne geht sehr schnell immer unter und das vergisst man im Eifer des Gefechts. So, wir können auch mal näher ran. Noch besteht die Möglichkeit, dass wir die Sonne da oben wirklich cachen. Und einfach mitarbeiten, Assistent. Das ist ein ganz netter Job. Jetzt zum Beispiel geht er rüber und so ein 45-Grad-Winkel sollte nicht unterschritten werden. Das heißt, ich gehe mal mit. Ich gehe mal mit. Und voilà. Schon hat sie wieder Licht. So, ich denke, Moment, jetzt ist das Licht wieder da. Ihr habt gesehen, man kann ohne Probleme Licht meterweit werfen. Ich habe schon Sachen gemacht, da war das Model 10 bis 11 Meter weit weg. Wir haben hier nur ein Pro genommen, das heißt, wir können immer noch ein Big nehmen, der noch größer wäre. Allerdings, der Pro reicht für sowas wahnsinnig, wahnsinnig gut aus. Ja, ich verabschiede mich mit ein paar Ergebnissen und wir können auch mal zeigen, wie das ohne wäre. Marc, machst du mal ein Foto ohne Licht und mit Licht. Ihr seht, ein ziemlich extremer Unterschied. So, ich sage Tschüss. Ich würde jetzt am liebsten auch da reinspringen, wobei die wahrscheinlich am liebsten da rauskommen würden, weil das Wasser doch ziemlich kalt ist. Viel Spaß mit den Ergebnissen, viel Spaß beim Sunbouncen, viel Spaß beim Sonnewerfen. Tschüss.